Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zum allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews. Und beginnen möchte ich dieses Mal mit einem der bekanntesten Sprüche aus Wien, der sich definitiv auch in Biff Genesistan verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Nein, ich meine damit nicht den Klassiker Schlechte, du Arschloch, den man in quasi jeder Lebenslage gut brauchen kann, sondern das absolute zeitlose Meisterwerk Edmund Sackbauers Mein Bier ist nicht deppert. Und damit natürlich einerseits Rest in Peace Karl Merkatz und andererseits, während mein Bier definitiv nicht deppert ist, muss ich auch dazu sagen, meine Uhr ist auch nicht deppert. Weil da muss man dazu sagen, wie auch beim Streiten gehören bei der Zeitabnahme quasi zwei dazu. Einerseits derjenige, der die Zeit anzeigt, nämlich die Uhr, und dann derjenige, der sie lesen können muss. Und das wäre, glaube ich, in dem Fall meine Schuld gewesen. Wie dem ein oder anderen, der jetzt gerade live bei der Premiere des Sammlungsupdates womöglich aufgefallen sein dürfte, ist heute nicht mehr Sonntag, es ist Dienstag. Und es liegt ganz einfach daran, dass ich natürlich immer ein paar Tage Zeit habe, um das Sammlungsupdate für Sonntag rechtzeitig vorzubereiten, dass mir das aber auch nicht immer gelingt. Weswegen die Videodatei, die am Freitag bei der am Sonntag bei der Premiere über eure Bildschirme flimmert, teilweise noch die Standard Definition 360p Auflösung hat und die 4K Auflösung erst später nachgereicht wird, oder dass mir zum Beispiel sowas passiert wie vergangene Woche, dass ich mehr oder weniger von Donnerstag bis Sonntag durchgehend verplant bin und demnach natürlich das Sammlungsupdate gemütlich am Mittwoch aufnehmen hätte können, hätte ich, und das bringt mich zurück auf das depperte Gespann zwischen mir und der Uhr, hat mir die Uhr das zwar mitgeteilt, ich habe es aber irgendwie mit verpeilt. Und deswegen stand ich dann am Sonntag tragischerweise ohne Sammlungsupdate da, hatte diesmal glücklicherweise nicht irgendwelche krankheitstechnischen Gründe, mir ging's gut, also ich bin zwar blöd, aber nicht krank blöd, und habe mir dann aber gedacht, bevor ich da jetzt das Sammlungsupdate gleich einmal um eine Woche verschiebe, vor allem weil ich ein bisschen damit rechne, dass auch in den nächsten Tagen eine Menge bei mir eintreffen könnte. Ich rechne einerseits mit der Frighteners Box von Turbine, ich rechne andererseits nicht nur mit meinem Jahresabschluss Paket von Vinegar Syndrome, sondern auch von all dem Wahnsinn, den ich glaube, um 600 zusätzliche Euronen bei ihrem Black Friday Sale eingenäht habe. Also, da könnte sowieso noch im Laufe der Woche, wenn das postalisch ansatzweise hinhaut, also nicht, das Sammlungsupdate vom nächsten Sonntag auch wieder ein bisschen umfangreicher werden. Und da wollte ich dann nicht riskieren, dass wir wieder ein sechsstündiges Update-Mammut vor uns stehen haben. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt oder das Ganze eh nur in der Aufzeichnung schaut und dass es euch jetzt auch nicht wirklich so viel ausmacht, dass es nicht Sonntag war, sondern Dienstag. Denn ich finde, dass trotzdem in der vergangenen Woche einige interessante Sachen hier passiert sind. Ich habe wieder einige Dinge für den Blu-ray-Check kommen. Andererseits die zweite Volume der Shaw Scope Box von Arrow Video mit einer der interessantesten Fakten, die ich jemals bei einem Blu-ray Release herausgefunden habe. Dazu allerdings später mehr. Dann noch ein paar DVDs von Criminal Minds bis hin zu österreichischem Kabarett, interessanterweise. Und damit begrüße ich euch noch einmal alle, die heute eingeschaltet haben. Aber ganz besonders möchte ich natürlich die Leute hier begrüßen beim Sammlungsupdate, die meine Arbeit und meinen Wahnsinn hier auf YouTube auch quasi überhaupt erst möglich machen. Natürlich zähle ich da jeden Einzelnen, der regelmäßig zuschaut, gerne dazu, aber natürlich ganz besonders die Kanalmitglieder und Patreon-Supporter, die meine Arbeit hier auf YouTube sogar finanziell unterstützen. Dabei möchte ich an der Stelle bei meinen Kanalmitgliedern beginnen. Da möchte ich mich einerseits bei Aston Martin bedanken, der meinen Kanal bereits seit 4 Monaten als Kanalmitglied hier auf YouTube unterstützt, beziehungsweise bei Hartwig Stolzlechner, der bereits einerseits seit 14 Monaten dabei ist und andererseits sogar eine derartig hohe Unterstützungsquote ausgesucht hat, dass er sich dafür einmal im Monat ein Wunsch-Quickie-Review wünschen kann. Und dabei
habe ich bereits abgedreht und in der Pipeline seine Wunsch-Quickies, einerseits noch vom November 2022 zu dem Slasher-Reißer Blood Rage, beziehungsweise den Dezember-Titel mit dem Cut-3-Klassiker Run and Kill, und für den Jänner habe ich gemeinsam mit Hartwig bereits was Interessantes ausgemacht, nämlich, dass er tatsächlich ein paar Titel zur Auswahl gibt und ihr in einer kleinen Umfrage dann abstimmen könnt, welchen Titel ihr haben wollt. Das werde ich wahrscheinlich kurz nach Weihnachten dann hier posten. Aber wo wir gerade bei Weihnachten und bei Wunschquickies sind, André L. hat als allererster Patreon-Supporter, der bereits seit über 30 Monaten dabei ist, quasi im März 2023, jährt es sich zum dritten Mal, dass er diesen, wie soll man fast sagen, schicksalhaften Klick auf Patreon gewagt hat. Er hat mir ja vergangenen Dezember den tollen Film Last Christmas vorgelegt und möchte ganz offensichtlich auch in diesem Jahr im Dezember wieder haben, dass ich mich am liebsten ins Auto setzen würde, um nach Deutschland zu fahren und ihm eine reinzuhauen. Wir haben dieses Mal es dann mit dem Weihnachtsfilm Christmas Planner mit Dolph Lundgren zu tun. Auf den, muss ich aber tatsächlich sagen, bin ich doch wirklich wahnsinnig gespannt. Außerdem, apropos Patreon, nochmal ein fettes Danke einerseits an Martin Kalis, er unterstützt mich über Patreon. Er ist auch der Administrator der Facebook-Gruppe Stars and Me, Your In-Person Photos, eine Gruppe, die tatsächlich in genau jetzt dieser Zeit ganz besonders spannend ist, weil ja vergangenes Wochenende einige Comic-Cons stattgefunden haben und da wieder einige Mitglieder neue Fotos, neue kreative, coole Fotos mit bekannten Schauspielern aus Film und Fernsehen posten. Da schaue ich tatsächlich immer wieder gerne rein, auch wenn ich persönlich eher ein stiller Mitleser bin und nicht viel poste, aber es macht mir dort sehr viel Spaß und ich kann es wirklich empfehlen. Und last but not least ein fettes Danke an Kevin Zindler, der ja neben einer der Schmeichelstimmen des Cine Entertainment Talk Podcasts beziehungsweise der grazilen Feder des Wuzi Film Verlags auch einer der, sagen wir mal, Hauptredakteure des neuen Art of Horror Volume 2 Magazins ist, wo tatsächlich mit der 12. Ausgabe, so viel darf ich als Lektor schon einmal spoilern, eine der besten Ausgaben von diesem Magazin seit seinem Bestehen, also seit den ganzen 13 Ausgaben, die es gibt, man darf ja das Halloween-Sonderheft nicht vergessen, erscheint vor allem mit einem großartigen Artikel zu Horrorfilm und Metalmusik und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig interessant, wahnsinnig lesbar. Freue ich mich vor allem, wenn ich das Magazin dann auch physisch vor mir liegen habe und euch dann hier auf meinem Kanal zeigen kann. Aber das bringt mich jetzt dann gleich einmal direkt zu den Dingen, bei denen ich mich auch freue, wenn ich euch die endlich in aller Ausführlichkeit hier zeigen kann. Das sind nämlich die vier Titel, die mir jetzt hier als Rezensionsmuster für den Blu-ray-Check vorliegen. Nämlich einerseits die Blu-ray zu dem Psychothriller On the Line mit Mel Gibson und einem gewissen Herrn Enrique Arce, der mich sehr überrascht hat, wie ich das Muster bestellt habe, hat mich zwar Mel Gibson und der Film grundsätzlich interessiert, aber das Arce, nämlich der Arturito aus Haus des Geldes, der ja vergangenes Jahr bei uns auf der Austria Comic Con in Wels zu Gast war, habe ich gar nicht gewusst, dass er das war, war ich sehr positiv überrascht. Es war ein sehr interessantes Wiedersehen dazu, dann allerdings später mehr, wenn das Review online ist, genauso schauen wir uns dann die neue 3-Disc Blu-ray Special Edition zu der fünfteiligen Fernsehminiserie Das 10. Königreich an. Für diejenigen, die da ein bisschen zu viel, wie soll man sagen, angenehme, freundliche Familienunterhaltung bekommen, die können natürlich dann nachher bei Guts of a Virgin vorbeischauen. Das ist dann doch eher wieder mal so der typische Exploitation-Reißer und vor allem aber, und das ist ganz wichtig, der Vorgänger von dem Film Guts of a Beauty, der aber aus administrativen Gründen von Shock Entertainment zuerst veröffentlicht wurde. Bei Guts of a Beauty habe ich den Blu-ray-Check ja bereits vor einiger Zeit hier gepostet. Der von Guts of a Virgin wird jetzt dann eben in Bälde einmal nachgeliefert. Genauso wie wir uns dann nächste Woche auch auf meinen Blick auf eben jenes Cover-Artwork zu der brandneuen Mediabook-Neuauflage von Promising Young Women freuen können. Das alles und noch viel mehr
mehr gibt's hoffentlich nächste Woche, denn ich habe ja auch noch ein paar Blu-ray-Checks aus dem Anolis-Sortiment offen, nämlich genauer gesagt die ersten beiden Titel der 50er-Reihe mit Die Nackte und der Satan, beziehungsweise dem Harryhausen-Klassiker Das Grauen aus der Tiefe und auch Doppel-X Unbekannt aus dem Hammer-Universum, beziehungsweise den Turm der schreienden Frauen als Zusammenarbeit mit Anolis und der Edition Hände weg. Das kommt ebenfalls noch nächste Woche. Und ich weiß aber tatsächlich auch, dass es dabei nicht bleiben wird, dass da auch noch einige andere Sachen auf mich zukommen. Also, doch haben wir was zum Tun. Aber bevor wir da jetzt dann einmal in das Gesamtkonzept quasi Sammlungsupdate starten, schauen wir uns einmal ein paar Dinge ganz kurz an. Nämlich einerseits, das passt mir dann nachher nicht mehr so gut. Ich habe ja vergangene Woche dann einmal erzählt, dass ich wieder bei dieser karitativen Markt-Sache. Ich glaube, dass das eigentlich genau dasselbe System ist, für diejenigen, die das nicht kennen, was Macklemore mit Thrift Shop umschreibt, beziehungsweise was eben diese ganzen Goodwills und Wholesales und so weiter sind in Amerika, wo man eben irgendwelche Spenden hinbringen kann, das wird dann verscherbelt und der Reinerlös geht dann an irgendeinen wohltätigen Zweck. Da habe ich mir eben einerseits das Kabarettprogramm Die neue Selbstständigkeit von Thomas Maurer, meiner Meinung nach einer der besten und auch klügsten und demnach auch interessantesten Kabarettisten Österreichs, zugelegt. Das Programm habe ich ja damals, wie es geschrieben hatte, es steht, glaube ich, doch 2004. Alter, das ist fast 20 Jahre alt, deswegen hätte ich den Herrn Maurer hier fast nicht mehr erkannt. Habe ich damals 2004 tatsächlich im Kabarett in Wien gesehen, aber seitdem nicht mehr, war eine relativ coole, auch sehr politische, beißende Satire. Und ich habe vergangene Woche wieder den lieben Robert besucht, dem es gut geht, für diejenigen, die das wissen wollen. Wie gesagt, die Tatsache, dass Playzucker vs. Italophila jetzt momentan nicht weiterläuft, hat tatsächlich einfach zeitliche, terminliche, administrative Gründe. Und Robert hat mir, weil er die DVD aus welchem Grund auch immer dann doppelt bekommen hat, hier eine alte DVD-Auflage von Ishiro Hondas UFOs zerstören die Erde mitgegeben, was mich natürlich sehr freut, weil das für mich als Nostalgiker natürlich ein cooles Ding fürs Archiv ist. Man muss natürlich in dem Fall wirklich aufpassen, dass dieser Zettel, der hier auf dem Cover klebt, wo natürlich eben einerseits auch das große FSK-Logo drauf ist, es ist ja eh sonst, außer dass der Titelschriftzug ein bisschen verschoben ist, hier nicht wahnsinnig viel anders. Deswegen werde ich den Zettel da auch drauf lassen, um ja nicht zu riskieren, dass da irgendetwas kaputt geht. Aber diese DVD eben als Zusammenarbeit von Cineclub und Studiokanal ist ja bereits vor etlichen Jahren erschienen. Wenn ich da jetzt mal nachschaue, laut Amazon gibt es seit 2013 eine solche DVD-Auflage. Das kann auch gut sein, weil hinten steht dann Copyright 2012. Und das ist eben auch so eine Wendecover-Geschichte mit eben einem Schuber. Dazu gibt es dann hier das alternative Motiv mit dem alternativen Titel Gorath. Und dabei kommt der Film eben vielleicht dem ein oder anderen von euch bekannt vor, weil wir den schon mal gesehen haben. Der ist nämlich als fünfte Ausgabe in den fantastischen Filmklassikern aus den 1960er Jahren bereits von Anolis veröffentlicht worden. Das heißt, ich hatte ihn hier in meinem Blu-ray-Check in einer umfangreichen Version. Damals eben auch sowohl die ungekürzte Originalfassung als auch die deutsche Kinofassung mit an Bord bei dieser DVD. Das ist aber eben auch bei der alten Fassung, war sogar auch noch eine deutsche, eine alte Kinofassung, die dann 12 Minuten kürzer war als das, was auf Blu-ray ist. Interessant. Vielleicht stimmen da auch nicht alle Laufzeitangaben. Aber wie gesagt, das, falls ihr euch dafür interessiert, für den Film, habe ich natürlich eben schon ausführlich hier vorgestellt. Natürlich ist mittlerweile die Blu-ray von Anolis die deutlich bessere, umfangreichere Wahl. Natürlich mit einerseits der besseren Qualität und andererseits eben auch ein bisschen umfangreicher, wobei tatsächlich das Interview mit Teruyoshi Nakano auf beiden VÖs auch drauf ist. Aber ich freue mich trotzdem eben als Nostalgiker fürs Archiv, da noch ein bisschen in der Nostalgie schwelgen zu können, wie es damals eigentlich war, als man diesen Film tatsächlich dann zum ersten Mal irgendwie ungeschnitten in deutscher Sprache sehen hat können. Aber kommen wir
zu wahrscheinlich einem der bekanntesten und wichtigsten Filmfranchises aller Zeiten. Möge die Macht mit dir sein, sprach Gandalf, als er die Cybermänner nach Hogwarts geschickt hat. Und ja, ich weiß, irgendwie, glaube ich, habe ich da ein bisschen was verwechselt. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass wir jungen Filmnerds nicht immer nur auf die klassischen Serien und Filme aus dem Jahre Schnee zurückgreifen müssen. Nein, wir bekommen ja auch immer Reboots, Neuauflagen, die sich ja meistens dadurch auszeichnen, dass sie besser sind als ihre Originale. Und ich weiß, der ein oder andere von euch muss jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen Erbrochenes von seinem Computerbildschirm abwischen und hat sich gerade die Augen ausgestochen und bereits damit begonnen, ein bisschen weißes Pulver in ein Briefkuvert nach Wien zu schicken. Aber natürlich ist hoffentlich auch einigen Lost this basic. Aufgefallen, dass die Aussage nicht ganz ernst gemeint ist. Die meisten Reboots und Remakes und Neuauflagen kann man, ehrlich gesagt, eher aus dem Fenster hauen. Aber manchmal kommt dann doch eine daher, die nicht nur für ein neues Publikum, sondern auch für die Fans der ersten Stunde tatsächlich ein frischer und interessanter Take auf dieses kultige Franchise sind. Und ich glaube, ich mache mir damit jetzt keine Feinde, Fragezeichen, wenn ich sage, dass J.J. Abrams 2009 gedrehte Neuauflage von Star Trek eben eines jener Remakes und Reboots war. Ein absolut großartiger Cast, angeführt von Chris Pine, mit als Captain Kirk, mit Zachary Quinto, fantastisch aus der Serie Heroes als Spock. Außerdem der leider viel zu früh und viel zu tragisch verstorbene Anton Yelchin. Es spielen Simon Pegg, John Cho, Carl Urban, Zoe Saldana und einige weitere absolut coole Schauspieler in diesem Film mit, der dann vor einiger Zeit hierzulande natürlich zuerst auf DVD, dann auch auf Blu-ray in einem wirklich absolut fucking grauslichen Steelbook ausgewertet wurde. Aber mittlerweile gibt's jetzt endlich die wahrscheinlich bislang beste High-Definition oder Ultra-High-Definition, in dem Fall sogar schon Neuauflage dieses Films, die Titans of Cult Edition. Das ist ja quasi eine Reihe, die tatsächlich von Steelbook Fabrikant Scannavo selbst kuratiert wird, wo die meisten Titel eben in Zusammenarbeit mit Warner, mit Paramount, beziehungsweise jetzt auch mit Universal entstehen und man da eigentlich ein ziemlich hochwertiges Filmprogramm bekommt, das natürlich jeder anständige Sammler eh schon in 6.348 anderen Versionen im Regal stehen hat. Aber was soll's, für mich war es ja eben auch ein bisschen jetzt die Möglichkeit, diesen Star Trek Film aus dem Jahr 2009 von eben der nur 1080p aufgelösten Standard Blu-ray auf das 4K UHD Format zu bringen, wobei ich in dem Fall vielleicht eher sagen sollte 4K UHD Format, denn als Vorlage für diese UHD-Disc hat Paramount leider keinen neuen Scan von dem Film anfertigen lassen. Und das ist in dem Fall natürlich auch deswegen relativ schade, weil J.J. Abrams neben Quentin Tarantino einer der wahrscheinlich noch letzten Verfechter von original-analogen Filmmaterial ist und den Film eben trotz Produktionsjahr 2009 nicht digital gedreht hat, sondern analog auf 35mm Filmmaterial, das man natürlich dann auch entsprechend in nativem 4K auswerten kann. Allerdings wurde wahrscheinlich bereits damals die Post-Production irgendwie nur in 2K gemacht für die ganzen Special Effects und um diese lange Rede kurz zusammenzufassen, basiert diese 4K UHD auf demselben 2K Digital Intermediate, das damals vor etlichen Jahren als Grundlage für die Blu-ray herhalten musste. Dabei hat allerdings mein Kollege Timo Wolters von Blu-ray-Rezensionen.net in seinem Artikel über den Release sehr wohl angemerkt, dass die Bildqualität der 4K-Scheibe um ein Vielfaches quasi besser ist als das der Blu-ray, weil das 2K-Master sehr wohl wesentlich mehr und bessere Detailzeichnung bietet und auch sonst ein sinnvolles Upgrade ist. Also auch wenn es nicht nativ 4K ist, ist es auf jeden Fall deutlich besser. Aber wir können jetzt dann einmal hier, bevor wir diese Box öffnen, einmal auf eben das Backcover, die ganzen technischen Details schauen, nur damit wir da nicht den Überblick verlieren und dann
natürlich zuerst einmal dieses Backcover-Blatt, das hier oben und unten an zwei so mit zwei so runden Klebepunkten eigentlich ziemlich fest, bisteppert, angepickt ist, entfernen und dann einen Blick auf die eigentliche, wie soll man sagen, Fingerabdruck-Entnahmebox, weil ganz ehrlich, das ist etwas, das haut nicht nur den Autofokus von meiner Kamera raus, sondern das wird auch relativ schnell relativ dreckig sein, wenn man das ansatzweise verwendet, aber man sieht dafür auch wirklich jeden Mikrokratzer, jeden Mikrofingerabdruck, da merkt man natürlich, dass, ach warte mal, die Firma dahinter steckt, die am meisten mit Steelbooks zu tun hat und sich eigentlich besser auskennen sollte. Aber schauen wir jetzt einmal, was wir bei diesen Titans of Cult Steelbooks bekommen, weil was ich persönlich ja bei die... Okay, hätte man das vielleicht vorher anschauen sollen, bevor ich das erzähle. Was ich eigentlich bei den Titans of Cult Steelbooks wirklich mag, ist die Tatsache, dass sie meistens ziemlich kreative und ziemlich coole und ziemlich einzigartige Steelbook-Artworks haben. Ihr könnt euch ja hier auf meinem Kanal einige der, also quasi alle Titans of Cult Steelbook-Unboxings anschauen. Ich habe ja alle von diesen Boxen bereits in meine Sammlung aufgenommen, aber es gibt halt immer wieder mal welche, die einfach, wie sagt man da, glaube ich, in der Fachsprache? Ah ja, scheiße hässlich sind. Und ich glaube, mit Star Trek habe ich wieder ein solches entdeckt. Denn was ich dazu sagen muss, ich meine, ich habe von der Original-Raumschiff Enterprise-Serie jetzt noch nicht wahnsinnig viel gesehen und demnach auch nicht viel Ahnung. Aber irgendwie erinnert mich das Artwork von diesem Steelbook dann doch ein kleines bisschen an eben diese Serienauflage, die uns eben Paramount hier ebenfalls als Blu-ray Steelbook präsentiert. Auch dazu gibt's ein Unboxing auf meinem Kanal. Aber jetzt ganz im Ernst, dieses klassische Starfleet Logo mit den vier Hauptdarstellern einfach vierfärbig Andy Warhol-mäßig auf ein Steelbook zu klatschen und dann, das ist nicht schön. Es ist vor allem eben jedes von diesen vier Porträtfotos einfärbig. Wir haben natürlich dann auch bei den Porträtfotos den kompletten Full-Gloss-Look, weswegen, ach ja, Fingerabdrücke, schön. Dazu muss man aber sagen, hat man sich zumindest, ja, das will nicht einmal in meine Kamera, zumindest dahingehend bemüht, dass man diese weißen Bereiche aus diesem Full-Gloss rauslässt, sodass es eben nicht Full-Gloss ist, sondern halt doch nur Spotlack, aber ein Design, das ich persönlich einfach wirklich, wirklich hässlich finde. Und dann auf der Rückseite hat man sich sogar für ein geprägtes Design entschieden, wobei ich den Begriff Design in diesem Fall dann doch ein kleines bisschen zurückhaltend finde. Das klingt irgendwie, schaut ein bisschen so aus wie nach dem, wie das Schwert, das man, ich glaube, im zweiten Level von irgendeinem Zelda finden könnte. Und das Ganze nützt sagenhafte, ich schätze jetzt einmal 3% von dem tatsächlichen Backcover, der Rest ist einfärbig. Das ist wirklich hässlich. Das ist eines der grauenhaftesten und furchtbarsten Steelbooks, die ich seit langem gesehen habe. Aber es geht innen ebenfalls grauenvoll weiter. Wir bekommen dann da sowohl auf der 4K UHD als auch auf der Standard Blu-ray nur einen schwarzen Hintergrund, bisteppert ist das Arsch. Und dann das klassische Motiv, das ich damals schon furchtbar hässlich fand. Das ist tatsächlich eh so, ja, ja, was, wenn man ein Raumschiff, das mit 200.000 Sternen pro Kubik Zentimeter fliegt, dann weiß ich, dass das Ganze ziemlich unscharf ist. Ja, man kann, ich glaube, wenn man sich konzentriert, könnte man erkennen, dass es die Enterprise sein soll, aber irgendwie ist das nicht mein Anspruch an ein Design und schon gar nicht an ein schönes Design. Da würde ich in dem Fall eher den Hamlet unter den Covergestaltern geben und sagen, Design oder nicht Design, das ist hier die Frage. Und du Grafiker kannst die übrigens schleichen und deinen Schreibtisch ausrahmen. Das fand ich schon als Kinoplakat von diesem Film absolut grottenhässlich und absolut unbrauchbar. Und ich finde es eigentlich ziemlich unentschuldbar, dass das selbst 10 Jahre nach der Produktion von dem Film eigentlich immer noch verwendet wird, obwohl man das schon wirklich, wirklich längst beim Klo runterspülen hätte müssen. Dazu
haben wir aber eben hier Spocks typischen Vulkaniergruß quasi als einen von diesen Enamel Pins. Die sind ja grundsätzlich immer bei diesen Titans of Cult Veröffentlichungen dabei. Und diesmal aber tatsächlich wahrscheinlich als Entschuldigung für die restlichen Designverbrechen, die in dieser Box drinnen sind, noch ein kleiner Captain's Log von eben der Federation, wo man eben auch noch diese Logo-Elemente mit einem relativ schönen Goldfoliendruck sieht, die auch außen auf dem Ding Verwendung fanden, aber wer sich da jetzt ein umfangreiches Booklet erwartet, braucht sowas irgendwer? Also ganz ehrlich, habt ihr jemals irgendeine Blu-ray Collector's Edition ausgepackt und euch gedacht, geil, ein Notizbuch, das kann man natürlich auf jeden Fall verwenden, ohne dass dann nachher die komplette Veröffentlichung zerstört und auseinandergefleddert ist und unbrauchbar. Das kann man nicht rausnehmen. Das ist genauso wie Artcards oder Postkarten. Eines der unnötigsten Goodies, die man für so eine Edition nur finden kann. Also das ist wieder mal eine Titans of Cult Edition, wo ich mir denke, warum zum Ficken sammle ich das eigentlich noch? Ich meine, außen muss man ja auch sagen, ist das ebenfalls ein kleines bisschen schlicht ausgefallen. Es ist akzeptabel, würde ich jetzt sagen, im weitesten Sinne. Aber jetzt wirklich ganz im Ernst, wenn ihr bei der Betrachtung von diesem Ding ungefähr genauso schockiert seid wie ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es wirklich auf die Liste der hässlichsten VÖs des Jahres schreiben würde, aber eigentlich schon. Könnt ihr ja eben, wie gesagt, gerne auf meiner Kanalseite nach Titans of Cult suchen und da die entsprechenden anderen Unboxings sehen und wahrscheinlich damit auch den Grund erkennen, warum ich einfach irgendwann einmal damit angefangen habe, diese Reihe zu sammeln, weil das ist ja tatsächlich wirklich, und es wird niemanden wundern, wenn, wie gesagt, Scannavo selbst dahinter steckt, wirklich eine kuratierte Reihe von Steelbook-Machern für Steelbook-Fans. Und dann finde ich es halt irgendwie gleich einmal doppelt tragisch, wenn am Ende des Tages so ein Blödsinn dabei rausgekommen. Und wie gesagt, solange das Steelbook da drinnen ist, ist diese Ansicht ja eigentlich noch so ziemlich das Schönste, was dieses Set hergibt. Und das, selbst das, ist in dem Fall nicht wahnsinnig viel. Yikes. Aber kurz einmal durchatmen, kurz einmal das Thema komplett wechseln und zu einer klassischen Krimiserie schauen. Ich muss jetzt sagen, ich muss und möchte im nächsten Segment von diesem Sammlungsupdate da jetzt ein kleines bisschen schummeln, weil auch wenn ich genau diese DVD-Boxen, die ich da jetzt vor uns stehen habe im Sammlungsupdate, eben tatsächlich letzte Woche gekauft habe, möchte ich, wenn ich schon einmal ein Video über die Serie Criminal Minds mache, dann auch gleich den Grund dazu holen, warum die Staffeln 1 und 4 vorher gefehlt haben. Das hat sich ja vielleicht irgendjemand gefragt. Und dann können wir nämlich gleich einmal in diesem Video zumindest über die ersten 10 Staffeln von Criminal Minds komplett sprechen. Als damals noch in einem komplett anderen Jahrtausend die Serie CSI den Tätern auf der Spur das erste Mal mit einem Trailer auf Vox angekündigt wurde, ist bei mir, was ist das Gegenteil von einer Welt, zusammengebrochen. Ich fand dieses Konzept großartig. Ich habe mich in CSI von der ersten Sekunde an verliebt und dachte mir, diese Serie wird niemals enden und ich werde niemals aufhören, sie zu schauen. Gut, man kann sich eh ungefähr vorstellen, was daraus wurde, wenn sich ein 11-jähriger Zocki genau das schwört. Natürlich habe ich bei weitem nicht alles Staffeln von CSI gesehen. Natürlich wurde die Serie auch von Jahr zu Jahr dann teilweise irgendwie schwächer. Natürlich wurde sie mittlerweile dann auch schon eingestellt. Man darf an der Stelle übrigens CSI Cyber nicht vergessen, als kleine lächerlichen Draufklatsch zwischendurch. Aber in der Zeit, als CSI quasi nicht nur in aller Munde, sondern auch auf aller DVD-Rekorder-Festplatten war, gab es einige Serien, die ein ähnliches Konzept verfolgt haben und eben quasi forensische Kriminalistik bzw. verschiedene Arten der Ermittlung in den Vordergrund geholt haben. Und eine der wahrscheinlich besten, spannendsten und interessantesten Serien war
NCIS, also quasi das CSI für Legastheniker. Und nein, das war jetzt kein geschmackloser Witz von mir über Legastheniker. Das war einer der Eröffnungsgags in der allerersten Folge von NCIS. Und obwohl auch diese Serie mittlerweile, ich glaube, 7648 Staffeln und Ableger und Recasts und keine Ahnung was bekommen hat, ist sie quasi immer noch relativ bekannt. Eine Serie, über die ich aber jetzt mit euch sprechen möchte, das ist die Serie Criminal Minds, die ich ebenfalls von ihrem Konzept, wie sie damals begonnen hat, einfach geliebt habe. Mandy Patinkin in der Hauptrolle als quasi Lead-Kommissar fand ich absolut großartig. Dazu noch Thomas Gibson, den Greg aus einer meiner absoluten Lieblings-Sitcoms als Kind, Dahmer and Greg. Würde jetzt an der Stelle eigentlich nur ganz gern wissen, wie viele Leute dort dann irgendwann einmal in Drehpausen getreten wurden. Thomas Gibson war in der Serie Criminal Minds tatsächlich nur in den Jahren 2005 bis 2020 zu sehen, weil er dann gefeuert wurde, nachdem er einen der Produzenten nach einer Meinungsverschiedenheit getreten hat. Etwas, das aber witzigerweise im amerikanischen Showbiz offensichtlich nicht so ungewöhnlich ist, wie es wahrscheinlich sein sollte. Auch Jeremy Clarkson von der Kultserie Top Gear hatte so einen Wutausbruch, weil, und das muss man sich aber wirklich vorstellen, wie konnte es jemand wagen, es beim Catering nichts Warmes mehr zum Essen gegeben hat. Und dabei war Jeremy Clarks aber nicht einmal bei einem Helene Fischer-Konzert. Nein, er hat halt einfach trotzdem nur die Produzenten körperlich angegriffen. Das ist übrigens, nur damit wir das richtig einordnen können, schon derselbe Thomas Gibson, derselbe Jeremy Clarkson, Verzeihung, der über Greta Thunberg gesagt hat, sie ist eine verwöhnte Göre und sollte am besten wieder zurück in die Schule gehen. In der Schule gibt's zumindest warmes Essen, beziehungsweise irgendwie ansatzweise nachvollziehbare Konsequenzen, wenn man einfach anfängt, Leute zu treten. Naja, aber kommen wir zu der Serie Criminal Minds. Da hatte ich ja, eben wie die Serie damals rausgekommen ist, mir die erste Staffel gleich einmal auf DVD zugelegt. Man erkennt ja hier noch diesen Hologrammsticker von Buena Vista, die eben damals bei sämtlichen Buena Vista DVDs drauf waren, habe ich auch zum Beispiel noch bei den alten Alias DVDs, beziehungsweise dieses wunderschöne Relikt vergessener Zeiten, ein dezentes FSK-Logo auf dem Backcover. Das ist natürlich ein absolut tolles Ding. Was ich dann ebenfalls schon in der Sammlung hatte, war die vierte Staffel, aber nachdem ich jetzt durch Zufall bei einem karitativen Trödelmarkt war und tatsächlich alle anderen Staffeln um jeweils 2 Euro abgreifen konnte, habe ich das gemacht, um meine Criminal Minds Sammlung einmal zumindest bis zur 10. Staffel zu vervollständigen. Aktuell, während ich dieses Video aufnehme, läuft ja im amerikanischen Fernsehen bereits die 16. Staffel von dieser Serie. Aber wo wir jetzt hier mal gerade bei den Spine-Designs sind, finde ich eine Sache relativ interessant, nämlich quasi, dass der Farbton von diesem roten, von der roten Staffelmarkierung immer dünkler wird, bis er dann halt bei der 9. Staffel gar nicht mehr vorhanden ist und dafür der 9er Größe geschrieben ist, was ich natürlich bei einer Serie, die über verschiedene Jahrzehnte hinweg produziert und veröffentlicht wird, jetzt kaum kritisieren kann, ist die Tatsache, dass man dann offensichtlich hier bei der, ich denke mal, Neuauflage von der 2. Staffel, weil ich glaube, damals gab es auch, genau, noch von der 2. Staffel eine Auflage ohne das große FSK-Logo vorne drauf. Da habe ich nämlich hier die Neuauflage, was an der Stelle übrigens interessant ist. Ich hätte dort auch eine Neuauflage der 1. Staffel kaufen können, wo dieser Hologrammsticker nicht mehr drauf war und dadurch natürlich das Ganze dann hier auch nach unten versetzt. Etwas, das ich mir tatsächlich noch überlege, ob ich das nach diesem Video noch machen soll, weil das triggert irgendwie den inneren Monk in mir. Monk übrigens, ironischerweise auch eine Serie, wo sie das Spine-Design komplett verbockt haben. Natürlich kann man nichts dagegen sagen, dass sich die Logos vom Produktionsstudio ein bisschen geändert haben in der Zeit. Was ich allerdings trotzdem ein kleines bisschen komisch finde, ist, dass das Logo von Criminal Minds, von der Serienschreibweise, sich geändert hat. Ob jetzt ein Wort rot ist oder beide oder gar keines, das ist schon irgendwie
Seltsam. Vor allem finde ich an der Stelle auch ein bisschen komisch, dass dann gerade bei der zweiten Staffel hier noch einmal die komplette zweite Staffel in diesen Block hineingeschrieben wurde und sonst eigentlich konsequent hier drunter steht. Das ist wieder mal ein wundervolles Zeichen, wie man es eigentlich nicht macht. Aber ich glaube, das ist etwas, das bei einem großen Label wie ABC Studios bei so einer Serienveröffentlichung kaum zu vermeiden war. Ich möchte jetzt an der Stelle tatsächlich einfach einmal ganz schnell, damit ihr einen Überblick bekommen könnt über die einzelnen Designs. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über jedes einzelne Case und jede einzelne Folge sprechen. Im Fall kann man dieses Video, das ja grundsätzlich in 4K produziert wurde, an einzelnen Passagen auch anhalten. Weil ansonsten denke ich, dauert dieses Unboxing einfach etwas zu lang. Aber ich möchte an der Stelle jetzt einfach einmal wirklich nur ganz kurz eben herzeigen, wie sich diese Hüllen und diese Veröffentlichungen dann über die Zeit verändert haben. Ich kann mich eben tatsächlich noch erinnern, dass die erste Staffel mich damals extrem geflasht hat, aber dann bei weitem noch nicht so sehr wie die zweite Staffel, die damals einige wirklich böse Folgen auch hatte und nämlich eben genauso wie sich CSI hier auf die repetitiven Disc-Designs konzentriert. Ach so, nein, das waren ja auch immer zweimal dieselben Bilder. Auch spannend. Dass man eben hier sehr schöne Einblicke eben in die Psyche von diesen ganzen Killern und Verbrechern bekommen hat. Was die Macher von der Serie, finde ich, auch wirklich, wirklich gut auf unsere Bildschirme übertragen haben. Dazu muss man halt irgendwie sagen, dass die Zeit, wo das damals veröffentlicht wurde, ich meine, wir sprechen hier von Releases aus den Jahren 2006 bis 2007, wo dann die ersten Staffeln hier auf DVD erschienen sind, wo natürlich es noch lange, lange nicht üblich war, dass es Serien auch auf Blu-ray gibt, beziehungsweise ich glaube, wo es das Blu-ray-Format auch wirklich gerade noch in den absoluten Kinderschuhen gesteckt hat. Was ich ja dann absolut spannend finde, ist, dass es dann eine kurze Zeit gab, wo man damit begonnen hat, auch Serien auf Blu-ray in High Definition zu veröffentlichen, nur um mittlerweile wieder davon abzukommen und tatsächlich auch aktuelle Fernsehserien von MacGyver bis hin eben auch zu den neuesten Navy CIS Staffeln einfach nicht mehr in High Definition anzubieten, sondern eben lediglich HD-Versionen in den Stream zu laden, beziehungsweise das Ganze physisch nur auf DVD anzubieten. Das finde ich natürlich als Fan und Sammler von physischen Medien relativ Arsch eigentlich. Ich muss an der Stelle aber übrigens auch dazu sagen, dass, wie ich mir diese Staffeln dann eben von dieser karitativen Organisation geholt habe, ich bei der Überlegung, ob ich jetzt die erste Staffel noch einmal mitnehmen soll oder nicht, an ein kleines Detail natürlich auch nicht gedacht habe, dass diese DVDs von der ersten Staffel mittlerweile auch schon gemütliche 15 Jahre alt sind und ich dann bei einer genauen Betrachtung der jeweiligen Discs sehr wohl festgestellt habe, dass hier zumindest schon einmal leichte Verfärbungen auf der Datenschicht von den Discs vorliegen. Das heißt, ich werde ziemlich sicher mir hier noch die andere, neuere Version holen, alleine eben, weil das Ganze den Spine schön vereinheitlicht und auch, weil es vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass das Ganze dann am Ende des Tages ein bisschen länger lebt, weil die Discs, die ich habe, sind wahrscheinlich jetzt aktuell noch abspielbar. Die goldene Frage ist allerdings, wie lang? Dann eben ganz schnell zu einer der Staffeln, die ich schon hatte. Die einzige, interessanterweise, von diesen ersten 10 Staffeln von Criminal Minds, die nicht als 6-Disc-Set, sondern sogar als 7-Disc-Set damals im Jahr 2010 erschienen ist. Das liegt daran, dass diese Staffel mit satten 26 Folgen ausgestattet ist. Das ist ja eigentlich eine überraschend hohe Zahl. Normal kommen solche Krimiserien ja mit Staffeln zu je 24 Folgen daher, beziehungsweise gab es ja auch einige Jahre mit Autorenstreiks und so weiter, wo diese Staffeln dann noch weiter verkürzt waren. Ich erinnere mich, dass man bei Serien wie Lost sogar noch eine Staffel drangehängt hat, weil man eben aufgrund von einiger Probleme bei der Produktion eben die entsprechende Folgenzahl nicht einhalten konnte und man dann eben die bereits geplanten
und vorbereiteten Episoden nicht auf zwei, sondern auf drei Staffeln ausweiten musste, um eben zumindest noch ansatzweise das durchziehen zu können, was man da vorhatte. Leider, wenn man sich das Ganze jetzt da bei mir in der Übersicht genauer anschaut, merkt man natürlich eben hier, dass da am ehesten das Ganze wahrscheinlich sogar noch beim Transport in diese in dieses Warenhaus mehr oder weniger ein bisschen gelitten hat, was natürlich am Ende des Tages schade ist, aber wie gesagt, selbst ich als absoluter Pedant unter den Sammlern kann mich nicht allzu laut aufregen, wenn ich am Ende des Tages dann diese DVD-Staffelboxen um jeweils 2 Euro bekomme. Da wäre ich auch nichts sagen über das Disc-Design. Da muss man natürlich in dem Fall auch grundsätzlich sagen, dass das bei diesen einfachen Serienveröffentlichungen, wo eben ganz einfach nur die jeweiligen Discs in den kleinen Keepcases und dann im Schuber sind, nicht weiter zum Tragen kommt. Was allerdings absolut faszinierend ist, bei der Serie Criminal Minds ist das hier. Die 6. Staffel von der Serie wurde tatsächlich von der FSK ab 18 Jahren freigegeben. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran, wie das damals auch einer anderen ABC-Serie passiert ist, nämlich Lost, die ich damals eben geschaut habe und sogar schon vorher in diesem Video auch zitiert habe, wo ich glaube, es war dann irgendeine Folge in der Mitte von der 2. Staffel, wegen ihrer Folterthematik überraschend ab 18 eingestuft wurde. An der Stelle finde ich übrigens sehr schade, dass wir jetzt dann hier bei dieser 6. Staffel hier auf dem Backcover von den Keepcases nicht mehr die kurzen und kleinen Inhaltsangaben zu den Folgen bekommen, sondern einfach nur mehr die Titel. Da merkt man halt auch schon wieder, dass man hier gespart hat, vor allem natürlich in der Lokalisierung für die internationalen, zum Beispiel eben deutschsprachigen Ausgaben, kann man ja da, wenn man keine Inhaltsangaben braucht, schon ein bisschen Kohle sparen. Aber da habe ich ja eben von Lost sogar noch die eine Erstauflage, wo man auf dem bereits bedruckten Schuber das FSK 16 Logo mit einem 18er Logo überkleben musste, wegen eben der überraschenden Freigabe. Ich nehme an, auch bei Criminal Minds war das Ganze recht überraschend, weil das die Menge und vor allem der Härtegrad von dem Material, das hier fehlt im Vergleich zur ab 12 freigegebenen Fernsehausstrahlung, ist eigentlich marginal. Und es ist auch nur eine einzige Folge, ich glaube, es ist die letzte, die 24. Folge von dieser Staffel, die eben die hohe Altersfreigabe bekommen hat. Dann wechseln wir weiter und übrigens nur für die anderen Monks, nein, dieser Schuber ist hier nicht absolut kaputt und beschädigt bei mir angekommen. Das ist tatsächlich das Design von diesem Schuber. Und ich muss mich dann irgendwann einmal nochmal hinsetzen und mich ein bisschen bemühen, dass ich diese Preissticker unten wegbekomme, weil die schauen einfach nicht besonders gut aus. Aber dafür können wir uns natürlich die einzelnen Keepcases wesentlich schneller und kürzer anschauen, wenn es eben nicht einmal irgendwelche Inhaltsangaben gibt. Dafür hat man sich quasi bei der 7. Staffel wieder dazu zurück besonnen und eben die individuellen Disc-Designs gemacht, eben sogar in diesem Fall, na gut, das eine Case ist bei mir leider gebrochen, das ist natürlich da schade, aber 2 Cases sind gebrochen, yay! Aber eben sogar wirklich diesmal mit unterschiedlichen Disc-Designs auf den jeweiligen Scheiben, das finde ich persönlich dann natürlich relativ cool. Aber wir haben noch ein paar Staffeln, wir haben dann hier die 8. Staffel, die dann ebenfalls eben mit 5 Discs ausgestattet ist, obwohl sich's ebenfalls um 24 Folgen handelt. Das ist ja normalerweise eigentlich eine Menge, die man eher auf 6 Discs aufgeteilt hat, auch da merkt man dann, finde ich, dass die Labels im weiteren Verlauf immer wieder ein bisschen gespart haben. Also ich finde schon, 4 Folgen zu je 40 Minuten sind einer einzelnen DVD zumutbar. Wenn man dann allerdings bei 5 Folgen landen, darf man ja auch nicht vergessen, das sind bei eben durchschnittlich 40 Minuten Laufzeit. Pro Folge sprechen wir da von einer Datenmenge von 200 Minuten pro DVD-9, das sind dann schon fast 3,5 Stunden, da kann es dann natürlich schon sein, dass man das kompressionsspurtechnisch ansatzweise dann merkt, auch wenn es jetzt tatsächlich noch schlimmer auch geht. Dann
haben wir noch zwei Staffeln, nämlich eben einerseits dann die ganz anders eigentlich gestaltete neunte Staffel, da war ja eben Thomas Gibson noch dabei, der war ja auch bei der 10. Staffel noch dabei, ich glaube 12., 13. oder sowas ist der dann ausgestiegen worden. Aber eben auch hier sehen wir, dass es das klassische 5-Disc-Set ist. Auch hier wieder dann natürlich zumindest auf den Keepcases dasselbe Design. Wir haben auch dann hier diese Backcover eben wirklich sehr, sehr standardmäßig mehr oder weniger gestaltet. Aber wenn wir da einen kurzen Blick drauf werfen, dann, das finde ich, wie gesagt, ganz nett. Es ist interessant eigentlich, wie unterschiedlich diese DVD-Boxen im direkten Vergleich sind. Manche eben mit einem Innendesign, trotz großem FSK. Ich habe die 3. Staffel war es, die diesen quasi Röntgen Blick da irgendwie drauf hatte. Und dann kommt nach diesen neuen Schubern mit den 5 Discs einfach der ist daher. Wahrscheinlich, weil ABC mitbekommen hat, hey, das geht günstiger. Und dann hat man quasi für die 10. Staffel nur mehr dieses M-Ray-Format. Das ist aber etwas, das ich in der letzten Zeit bei vergleichbaren Serienproduktionen tatsächlich öfter mitbekommen habe, wo ich natürlich auch ein bisschen dazu sagen muss, dass für mich als jemand, der so wie wahrscheinlich jeder andere Sammler unter uns auch ziemliche Platzprobleme hat, zwar natürlich schon grundsätzlich gerne die größeren, luxuriöseren VÖs in seine Sammlung aufnimmt, der sich aber eben gerade bei so einfachen Serien dann auch nicht ärgert, wenn es ein bisschen simpler wird, damit man im Endeffekt Platz einsparen kann. Und sie haben ja zumindest eben, ich kann das da mal exemplarisch machen, trotzdem die Episoden Listen und Angaben unterhalb von den Discs angebracht, damit das zumindest da ist. Es ist sogar ein Original Emery, was ich relativ cool finde, weil das habe ich in deren Format, also von deren Herstellung tatsächlich noch nicht gesehen. Sehr, sehr, sehr interessant. Fühlt sich aber, muss man auch echt sagen, nicht billig oder sonst irgendwie komisch an. Die Hülle ist eigentlich eine durchaus hochwertige. Aber wie gesagt, das ist natürlich, also als Seriensammler hat man es sicherlich nicht leicht, wenn man auf Einheitlichkeit Wert legt. Ich denke, auch da ist jetzt bei mir hier einiges ein bisschen im Argen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, vor allem für eine Serienveröffentlichung, wo man für die meisten Staffeln jeweils 2 Euro bezahlt hat, ist es eigentlich durchaus in Ordnung. Und damit kommen wir zum quasi krönenden Abschluss von diesem Sammlungsupdate und damit auch einer Box, für die ich definitiv nicht nur 2 Euro bezahlt habe, aber eine, die diesen Preis, den sie gekostet hat, hoffentlich / womöglich dann trotzdem auch wert ist. Ich möchte jetzt mit euch einen wirklich genauen Blick auf die 2. Shaw Brothers Collector's Edition von Arrow Video wechseln. Eine der definitiv besten, aber auch interessantesten Blu-ray-Veröffentlichungen des Jahres 2022, die nämlich sogar eine Sache bietet, von der ich gar nicht einmal gewusst habe, dass die technisch möglich ist. Aber fangen wir dort an, wo das Ganze begonnen hat. Die Shaw Brothers zählen definitiv nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den produktivsten Filmstudios aller Zeiten. Über 700 Filme haben sie selber produziert. Wenn man die Filme, die sie nur eingekauft und weiter vertrieben haben, dazu rechnet, kommen wir auf einen gemütlichen 4-stelligen Betrag. Und sogar, wenn uns nur die Kung-Fu- und Martial-Arts-Filme von den Shaw Brothers interessieren, landen wir zwischen 250 und 300 Filmen, die natürlich überwiegend in den 60er, 70er und 80er Jahren teilweise auf dem Fließband produziert wurden, was aber tatsächlich insbesondere nicht nur aufgrund der fantastischen Kulissen, sondern auch aufgrund des absolut kompetenten und talentierten Teams bei den Shaw Brothers sowohl vor als auch hinter der Kameras tatsächlich nicht einmal als negativer Kritikpunkt zu werten ist. Hierzulande finden wir die Filme der Shaw Brothers in den renommierten
Veröffentlichungen von TVP, von Filmart, bis hin zu Black Hill, zu Kochfilms, zu Shamrock Media und so weiter und so fort. Aber eines ist klar, wenn sich ein Label wirklich das Ziel setzen würde, eine Shaw Brothers Collector's Edition zu veröffentlichen, die so möglichst vollständig und umfangreich ist, dann hat man es im deutschsprachigen Raum schon einmal alleine aus dem Grund schwer, weil bei weitem nicht alle Shaw Brothers Filme jemals bei uns gelandet sind und weil es halt einfach wahnsinnig viele sind. Und deswegen hat sich das internationale Meisterlabel, muss man an der Stelle schon fast sagen, Arrow Video, vor einiger Zeit darauf gestürzt, quasi eine Werkschau der Shaw Brothers zu veröffentlichen. Die erste Shaw Scope Box erschien dabei vor einiger Zeit und man hat damals nicht nur eben mit einem eigenen Format auf sich aufmerksam gemacht, sondern eben auch mit dem Konzept. Ganze 12 Filme waren hier in dieser Box enthalten. Davon übrigens ein großer Teil in komplett neuen Restaurationen und ganz ehrlich, der innere Monk und VÖ quasi Monk, als ich finde es einfach absolut genial, wie komplett einheitlich das hier aussieht. Das ist doch großartig. Auf jeden Fall waren von diesen enthaltenen 12 Filmen einige natürlich in den bekannten, damals von Celestial durchgeführten Restaurationen, die aber unter den Fans nicht wahnsinnig beliebt sind, weil sie zwar grundsätzlich wahnsinnig geniale Bildqualität bieten, aber Celestial die unangenehme Angewohnheit hat, dass wenn bei einzelnen Einstellungen vereinzelte Frames oder sonst was beschädigt sind, dass sie eben zum Beispiel die dann einfach rausschneiden, weswegen ein Großteil der Shaw Brothers Filme in den Celestial Restaurationen teilweise 1, 2, 3 Minuten kürzer sind als die ungeschnittenen Originalfassungen, alleine nur, weil man eben quasi jeweils bei den Schnitten einzelne Frames mit den Klebespuren und so weiter einfach rausgeschnitten hat. Und da hat sich aber eben Arrow Video draufgesetzt, dass man einige Filme komplett neu abgetastet und restauriert hat, teilweise eben hier in 2K für dieses Boxset. Und es war für mich schon damals absolut faszinierend. So, okay, ich liebe die Shaw Brothers Collector's Edition von Filmart. Ich liebe generell unsere deutschsprachigen VÖs. Aber spannend eben alleine wegen den Filmen, die wir hierzulande gar nicht bekommen, beziehungsweise wegen der neuen Arrow-Restaurationen, die wir wahrscheinlich ebenfalls zu einem großen Teil hier niemals sehen werden. Aber nachdem Arrow das Boxset bereits damals als Volume 1 bezeichnet hat, war es irgendwie klar, dass es nicht die One-and-Only-Box werden wird, sondern dass es dazu eine Fortsetzung geben wird. Und die bringt uns Arrow dann jetzt im Dezember 2022 in einer ihrer definitiv besten Veröffentlichungen des Jahres, weil alleine eben mit diesem Einheitlichkeitsfaktor hat mich diese Box bereits gleich einmal in ihren Bann gezogen, beziehungsweise dann natürlich die Filme. Da gibt es nämlich bei dieser neuen Box von Arrow sogar 14 Filme in einem Boxset, also noch einmal mehr als beim ersten Boxset. Wir schauen jetzt zuerst einmal ganz kurz einmal überblicksmäßig auf das Backcover, finden da nämlich eben die Informationen, dass es von den 36 Kammern der Shaolin sogar eine brandneue 4K-Restauration von diesem Film gibt, eben quasi die allererste 4K-Restauration, die ich überhaupt von einem Shaw Brothers Film gesehen habe. Wer sich übrigens für die Specials und sonstigen technischen Richtlinien und Sachen von diesen Filmen interessiert, die können jetzt an der Stelle kurz einmal das Video pausieren, beziehungsweise ich fahre da noch einmal ein bisschen näher ran, dass man sich das dann in Ruhe durchlesen kann, aber ich werde jetzt hier definitiv nicht alle technischen Spezifikationen vorlesen. Was an der Stelle aber wichtig ist, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe, dann sind es dieses Mal sogar 9 Filme, die uns Arrow, 9 in 9 HD-Restaurationen oder teilweise eben sogar 2K und 4K-Restaurationen, die sie uns jetzt hier nicht mit den typischen Celestial Frame Cuts servieren, sondern eben komplett ungeschnitten. Dazu haben wir auch in dem Fall so wieder ein bisschen diese leichte Plexiglas-Optik, oder? Die wir bereits bei der ersten Box gehabt haben. Da war aber eben dieser Vergleich mit so der nassen Duschwand durch eben die blaue Farbe noch etwas naheliegender. Das ist jetzt bei dem
bei diesem orangenen Hintergrund nicht mehr ganz so gegeben. Aber die ursprünglich für die erste Box bereits verwendeten Elemente sehen wir auch hier wieder. Wir haben das bekannte Shaw Scope Logo hier auf dem Frontcover mit partiellem Glanzlack versehen. Wir haben dann natürlich eben einzelne Darsteller und Charaktere aus den hier enthaltenen Filmen. Noch einmal aber eher so als skizzenartige Präsentation auf der Box dazu. Dann eben diese Plexiglas-Optik mit dem mit diesem Holopapier-Look, der eben hier diese einzelnen Elemente dann zum Leuchten bringt, beziehungsweise hier dann noch einige Original-Schriftzeichen ebenfalls mit diesem partiellen Glanzlack-Effekt auf dem Backcover. Das ist eine absolut geniale Sache, aber ich finde, wir sollten jetzt auf jeden Fall mal auf den Filmkatalog von dieser Box schauen und dabei werde ich mich dann ein bisschen länger natürlich aufhalten und auch einige hoffentlich interessante Informationen zu den jeweiligen Filmen zum Besten geben. Wir haben da witzigerweise ein paar wiederholte Zeichnungen vom Boxcover, aber grundsätzlich das Ganze dann noch erweitert und hier dann ohne eben den Holopapier-Look ebenfalls finde ich ein sehr cooles Bild auf dem Frontcover. Auf der allerersten Disc bekommen wir einen der wahrscheinlich bekanntesten Filme, den die Shaw Brothers jemals produziert haben. Sicherlich einen, bei dem ich mich damals eigentlich schon gewundert habe, dass der nicht bereits in der ersten Box enthalten war, weil er eben einfach von den Shaw Brothers nicht wegzudenken ist. Die 36 Kammern der Shaolin. Auch das ein Film, der hierzulande bereits in einigen Auflagen auf DVD bzw. Blu-ray veröffentlicht wurde, nachdem er in der Videofassung ungeprüft und nur stark geschnitten veröffentlicht ist. Dazu gibt es in dem Fall eben auch eine englische Synchronfassung auf der Disc beziehungsweise eben hier eine brandneue 4K-Restauration, die eben von Celestial Pictures in Zusammenarbeit dann mit Limagine Retrovata gemacht wurde, beziehungsweise eben auch hier dieses ganze Bonusmaterial, wo ich an der Stelle ebenfalls wieder ersuchen würde, dann entsprechend zu pausieren, das Video, wenn man das genauer lesen möchte, damit wir uns hier im Video, also quasi damit das einfach nicht 1000 Jahre dauert. Ilan Shady, für uns auch, also Shady, bitte please correct me in the comments if I butchered your name. Auch bekannt als Uncle Frank hat hier für die beiden weiteren Teile Return und Disciples von den 36 Chambers die Artworks beigesteuert. Das erste Artwork, das wir hier gesehen haben, war von Tony Stella. Auch das ein Stil, den wir ja bereits von einigen Veröffentlichungen von Arrow bzw. auch von Vinegar Syndrome aus Amerika kennen. Auch das wahnsinnig hübsche Designs. Das hier dann allerdings zwei Transfers, bei denen es keine weiteren Informationen zu den Restaurationen gibt. Da ist davon auszugehen, dass das ganz einfach nur die international eben zum Beispiel auch bei uns verwendeten Standard Celestial Transfers sind. Natürlich nicht die, die dann für die 3D-Fassung bis deppert teilweise vergeudet wurden. Aber das auf jeden Fall hier in der Disc. Und jetzt kommen wir zur spannendsten Disc tatsächlich, die ich seit langem gesehen habe. Wir bekommen hier bei Mad Monkey Kung Fu und Five Super Fighters auf der linken Seite Artworks von Kung Fu Bob bei Mad Monkey Kung Fu beziehungsweise von Colin Murdoch zu den Five Super Fighters. Und da gibt's, wie meine Kollegen von schnittberichte.com erklärt haben, bei der Blu-ray von Mad Monkey Kung Fu etwas extrem Spannendes. Der Film heißt ja Das Schlitzohr mit der Affentechnik und ist in der deutschen Blu-ray-Fassung von Great Movies beziehungsweise eben aus der Shaw Brothers Box als geschnitten eingetragen in die OFDB, weil eben hier diese alten Celestial Master enthalten sind, bei denen einiges an Material fehlt. Arrow hat das Ganze von den Originalfilmnegativen neu abgetastet und gescannt, um eben bei beiden Filmen ungeschnittene Master anbieten zu können. Das ist ihnen eben auch beim Schlitzohr mit dem Dampfhammer, wie die Five Super Fighters heißen. Das ist übrigens ein Film, den es hierzulande bereits nur in VHS-Auflagen von VMP bzw. United Video gegeben hat, wo der Film um ca. 10 Minuten an Material geschnitten war. Eine DVD bzw. Blu-ray-Auflage von dem Film gibt es
Bislang hierzulande noch nicht, aber zum Glück eben auf der Blu-ray eben auch einen alternativen englischen Dub. Aber die Blu-ray von Mad Monkey Kung Fu, das Schlitzohr mit der Affentechnik, ist eine der spannendsten, die es gibt. Denn wer sich an den Film erinnert, der kennt womöglich noch diese grauenhafte Szene, wo sie diesen Affen nehmen und an der Leine über ihrem Kopf herum wirbeln, bis sie ihn dann an den Baum zerklatschen lassen. Gut, das Zerklatschen am Baum war natürlich ein Fake-Effekt, aber das Herumwirbeln ist jetzt natürlich auch nichts, was die BBFC gerne sieht und was sie aus der britischen Fassung von diesem Film aufgrund von ihrem Stand gegen Gewalt gegen Tiere zensiert hat. Aber, und damit kommen wir zu dem, was diese Blu-ray so faszinierend macht, obwohl die britische Blu-ray von Arrow geschnitten ist und die amerikanische Blu-ray von Arrow ungeschnitten, enthält diese Blu-ray beide Fassungen. Wenn man diese Blu-ray nämlich in einen Blu-ray-Player mit dem Region-Code B einlegt, dann wird die geschnittene Fassung abgespielt, legt man sie aber in einen Blu-ray-Player mit dem Regional-Code A ein, beziehungsweise in einen Code-Free-Player, dann spielt die ungeschnittene Fassung. Dass diese Blu-ray mit zwei verschiedenen Fassungen und zwei verschiedenen Region-Codes daherkommt, ist tatsächlich etwas, von dem ich bis heute nicht gewusst habe, dass das technisch überhaupt möglich ist. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend und natürlich eigentlich ein relativ cooler Umweg für sämtliche Filme, die Arrow vielleicht in Zukunft nur geschnitten bringen muss, wenn sie auch die Lizenz in Amerika haben, ist das auf jeden Fall was, weil die US-Blu-rays von Arrow halt einfach zum Importieren teurer sind als die britischen. Aber wie gesagt, die Tiergewalt ist halt auch das Einzige, wo ich es ansatzweise akzeptieren kann, wenn mir ein paar Sekunden im Film fehlen, weil das würde ich eh nicht sehen. Dann bekommen wir jetzt hier auf der linken Seite mit einem Artwork von Tony Stower den Film Invincible Shaolin, auch bekannt unter dem Titel Das Höllentor der Shaolin, von dem Shaw Brothers Meisterregisseur Chang Che inszeniert. Ist das ein Film, den es bei uns ebenfalls schon ungeschnitten als Blu-ray gibt, den es aber jetzt hier eben als brandneue 2K-Restauration von Arrow gibt, wo dann eben nicht die Celestial Frame Cuts sind. Wie gesagt, es sind hier meistens tatsächlich nur Frame Cuts. Manchmal geht es halt trotzdem so weit, dass dann teilweise ganze Einstellungen fehlen, weswegen eben einige Puristen drauf bestehen, diese Fassungen als geschnitten einzutragen und zu bewerten. Das geht mir persönlich ein bisschen zu weit, auch wenn ich es persönlich natürlich deutlich besser finde, wenn diese Filme komplett sind. Wir machen weiter mit dem Film The Kid with the Golden Arm, ebenfalls von Chang Che im Jahr 1979 gedreht und hierzulande unter dem Titel Die fünf Kampfmaschinen der Shaolin ausgewertet. Auch das ein Film, der es bei uns auch schon auf die Blu-ray, auf das Blu-ray-Format geschafft hat, wo aber interessanterweise in der OFDB eigentlich so ziemlich alle Fassungen von der alten deutschen Kinofassung, gut, da war ja auch nur 77 Minuten lang und wurde laut OFDB-Eintrag auch extrem verfälschend synchronisiert, weil man den Film eben als Shaolin-Film verkaufen wollte, der er ja eigentlich nicht ist. Außerdem gibt es hier eine relativ interessante Auflistung, warum das angeblich das schlechteste Shaw Brothers Filmplakat aller Zeiten ist. Zu viel, um das hier zu wiederholen, aber wer es gerne lesen möchte, das findet sich in der OFDB. Außerdem ist dann die VHS-Fassung eben mit auch ca. 75 Minuten Laufzeit, in der identischen gekürzten Fassung, wo überwiegend Handlung gefehlt haben, aber eben dann auch noch ein paar oder zumindest eine Gewaltszene laut OFDB rausgeschnitten wurde für das FSK-Rating. Aber die Blu-ray ist eben grundsätzlich ungekürzt, wie man es von den Celestial Mastern halt kennt, aber die Puristen werden jetzt hier mit Arrow glücklich. Da machen wir dann an der Stelle weiter mit dem Film Magnificent Ruffians mit einem Artwork von Lucas Peveril, ein Stil, der für mich eigentlich ganz neu ist in der Arrow-Machart, wobei ich aber zumindest hier bei Ricky O auf der linken Seite sagen muss, das schaut fast noch eher aus wie eine Skizze, wie ein fertiges Artwork. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ist aber vom Stil her ein Design, das wir vielleicht auf dem deutschen Mediabook von Cape Light zu Bybust oder sowas gesehen haben. Auch das ein Chang-Chi-Film aus 1979, den wir hier unter dem Titel Das tödliche Erbe des Shaolin kennen. Auch das ein Film, der von Black Hill dann in der tatsächlich neu umdesignten Shaw Brothers Collection dann als Blu-ray und DVD bereits veröffentlicht wurde. Aber
der jetzt eben auch hier wieder neu abgetastet vorliegt. Dann machen wir beim nächsten Titel mit einem Artwork wieder von Tony Stella weiter. Das ist natürlich The Ten Tigers of Kwantung, einer der bekanntesten Shaw Brothers Filme ever. Die Tiger von Kwantung, den gibt es hierzulande als Nummer 10 der Shaw Brothers Collector's Edition von Filmart, beziehungsweise jetzt dann aber eben hier mit einer brandneuen 2K Abtastung aus dem Hause Arrow Video, wahrscheinlich eben ein paar Minuten länger als die deutsche Blu-ray, obwohl jetzt eben nicht wahnsinnig viel Material neu ist. Wir kommen zur sechsten Disc, auf der ausschließlich der Film My Young Auntie enthalten ist. Der wurde nicht extra von Arrow remastered, beziehungsweise liegt ebenfalls mit einer englischen Synchro vor, aber ist das Original Celestial Master, weil der Film offensichtlich nicht wichtig genug war, um ihn zu recyceln, zu remastern. Muss man aber sagen, es ist recht interessant, weil die durchschnittlichen Bewertungen von diesem 1981 gedrehten Film sind eigentlich durchaus positiv, und das, obwohl der Film wahrscheinlich für uns deutschsprachige Shaw Brothers Fans alleine dadurch eine Sensation ist, weil das wieder mal einer von diesen Shaw Brothers Filmen ist, der es niemals zu uns geschafft hat. Also für Shaw Brothers Komplettisten ist alleine das zusätzlich eben zu den neuen Mastern und dem ganzen Pipapo alleine schon einmal ein Grund, diese Box definitiv in die eigene Sammlung aufzunehmen, weil diesen Film gibt's definitiv nur hier. Wir machen jetzt dann wieder weiter mit zwei Filmen, die hier brandneu von Arrow für diesen Release aufbereitet wurden. Nämlich einerseits der Film Mercenaries from Hong Kong, der hier in einem Artwork von Chris Malbon präsentiert wird und der auch niemals seinen Weg zu uns geschafft hat. Auch das, ein von Wong Jing im Jahr 1982 gedrehter, angeblich recht guter Film, wo ich mich schon sehr freue, den dann auch endlich einmal schauen zu können. Und wenn ich dann gleich ins Jahr 1983 zu dem Film Boxer's Omen gehe, haben wir es mit einem Film mit Philip Coe in der Hauptrolle zu tun, der auch unter dem Alternativtitel Black Magic 4 bekannt ist, aber bekannt ist in diesem Fall relativ, weil auch The Boxer's Omen ein Film ist, der es niemals nach Deutschland geschafft hat. Also auch hier mittlerweile eben schon die Filme Nummer 2 und 3, die wir als deutschsprachige Shaw Brothers Fans hier das erste Mal sehen können. Schauen wir dann einmal zur letzten Disc, die Filme enthält. Da bekommen wir auf der linken Seite mit einem Artwork von Kegan MacLeod, das ich auch nicht ganz so toll finde, den Film Die Macht der Shaolin. Den haben wir ja eben vor kurzem über Shamrock Media bei uns auch als Blu-ray-Auswertung bekommen. Dabei handelt es sich aber laut der Details, die in der Bonusmaterial-Auflistung von Arrow Video hier zu sehen sind, auch nicht um einen remasterten bzw. neu überarbeiteten Transfer. Also wahrscheinlich hat hier die britische Blu-ray von Arrow eben dieselbe Bildqualität oder zumindest dasselbe Master wie die deutsche Blu-ray von Shamrock. Und last but not least werfen wir einen Blick auf den Film The Barefooted Kid von Johnny To aus dem Jahr 1993, der im deutschsprachigen Raum auf Netflix zu sehen ist, auch mit einem englischen Dub. Interessant. Aber eben noch nie korrekt und irgendwie als Blu-ray, DVD oder sonst irgendwie bei uns ausgewertet. Dazu gibt's ein Artwork von Darren Wheeling, was ich in dem Fall deswegen sehr interessant finde, weil ich glaube, ihr werdet diesen Stil erkennen, fast schon eben mit diesem Papier im Hintergrund, erinnert es ein bisschen an Jole Stamenkovic, aber das ist von Darren Wheeling, der eigentlich eine Art Stammhaus- und Hofzeichner für die britischen Martial Arts Veröffentlichungen von Konkurrent Eureka Films ist, genauso wie eben Kung Fu Bob dann bei 88 Films überwiegend zuschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war's mit den 14 Filmen, aufgeteilt auf 8 Discs. Dazu gibt es jetzt dann hier noch zwei weitere Discs, die wie bereits bei der ersten Shaw Brothers Box sich mit dem Soundtrack der Filme beschäftigen. Und dabei haben wir hier auf der ersten
Audio-CD nehme ich einerseits die Musik von 36 Kammern der Shaolin, Five Superfighters Invisible, Shaolin und The Killed with the Golden Arm. Davon sind insgesamt 35 Tracks auf dieser CD gelandet. Auch hier kann man das Ganze dann natürlich pausieren und genauer nachschauen, wenn es einen interessiert. Und last but not least auf der letzten Seite von diesem... ja, Digipack kann man es eigentlich fast schon nicht nennen, diesen riesigen Koloss. Gibt's dann die zweite CD, da sind dann eben Tracks von den anderen Filmen teilweise enthalten, steht eh drauf auf der CD, beziehungsweise dann eh hier im Soundtrack-Listing. Das ist natürlich wieder mal eine absolute Sensation, was Arrow hier abgeliefert hat, mit einerseits eben den neu gemachten Transfers, beziehungsweise bei den anderen Filmen zumindest. Den Filmen, die wir eben bei uns noch gar nie bekommen haben. Aber auch damit noch nicht genug. Wir bekommen natürlich auch bei dieser Box wieder ein Booklet, das eben im selben Format hier in dem Set zu finden ist, wie die Box an sich. Eben sehr länglich, fast schon ansatzweise in Richtung Coffee Table Book gehend. Und demnach, bitte nicht böse sein, falls der ein oder andere Millimeter von den Rändern von diesem Ding jetzt nicht ins Bild kommt, weil... es ist für mich gar nicht mal so leicht, das hier zu administrieren, weil es eben so umfangreich ist. Aber ich werde jetzt in dem Fall einfach ein bisschen mit der Kamera zurückgehen. Ich glaube, das macht das dann automatisch leichter für diejenigen, die da eben wirklich das volle Bild haben wollen von dem, was wir hier im Booklet bekommen. Natürlich eine übliche, wundervoll gemachte Mischung aus einerseits Texten über diese Filme, beziehungsweise dann das Ganze noch dazu mit Bildausschnitten. Und da muss man ja sagen, dass allein die Druckqualität von diesen Bildern absolut fantastisch ist. Dazu gibt es dann noch die Synopsis, ein paar Notes, Trivia-Informationen und so weiter von den enthaltenen Filmen. Das ist natürlich auch wahnsinnig genial, wenn man das gleich einmal mal 14 hier durchblättern kann zu den Filmen. Dazu dann natürlich auch die entsprechenden Originalplakatmotive sieht. Das ist eine tolle Sache und das Einzige, was ich schade finde bei dieser Shaw Brothers Volume 2 Box, ist quasi, dass sie jetzt erschienen ist und dass das natürlich wieder bedeutet, dass wir wahrscheinlich ein ganzes Jahr wieder warten müssen, bis uns Arrow die Shaw Brothers Volume 3 Box bringt. Und ganz im Gegensatz zu den Rainer Werner Fassbinder Boxen freue ich mich auf diese Teile. Ich freue mich schon auf die dritte Volume, auch wenn ich es natürlich ein bisschen schade finde, dass ich fast schon befürchten werde, dass ich es nicht erleben werde, dass wir alle, zumindest von den Shaw Brothers selbst produzierten Martial Arts Filme, irgendwann einmal in diesen Boxen haben, weil selbst wenn diese Boxen eben so zwischen 12 und 14 Filme anbieten und wir eben circa 300 Boxen haben, dann dauert das umgerechnet etwas mehr als 15 bis fast 20 Jahre, wenn eines von diesen Trümmern jedes Jahr aufgelegt wird. Also das ist natürlich absolut ausgeschlossen. Da wird man nie wirklich alles komplett vollständig sehen können, was natürlich schade ist. Andererseits gibt es natürlich auch andere Labels, wie in England eben 88 Films, die sich da mit der Filmografie von den Shaw Brothers beschäftigen. Also für mich als großen Fan von dieser Art Filme, von Martial Arts, von Shaolin, von Kung Fu Filmen, ist es natürlich klar, dass man da selbst im Jahr 2022 eben ganz besonders auch über die Meisterwerke aus den Shaw Brothers, und ich glaube, dieses Bild alleine verkörpert so ziemlich alles, warum Filme aus den Shaw Brothers Studios was ganz Besonderes sind. Absolut, absolut genial. Für mich natürlich einerseits schon fast wieder ein bisschen enttäuschend, weil dermaßen aufgelegt, dass das für mich eine der besten Veröffentlichungen des Jahres und natürlich ganz besonders eine der besten Arrow-Veröffentlichungen des Jahres werden wird. Aber das ist schön, dass es das gibt. Das ist vor allem schön, dass das so schön aussieht. Und für mich ein ganz, ganz besonders tolles Ding, wo ich mich riesig drüber freue, dass das existiert. Und ja, vielleicht denkt sich ja der ein oder andere von euch das auch über das heutige Sammlungsupdate hier auf meinem Kanal. Aber
Wahrscheinlich nicht. Zumindest bin ich Realist und kann es mir nicht vorstellen. Aber ich persönlich freue mich zumindest, dass ich es, wenn auch mit einem kleinen bisschen Verspätung, doch geschafft habe, dieses Sammlungsupdate für euch noch irgendwie auf die etwas wackeligen Beine zu stellen. Aber ich finde, wir haben im heutigen Sammlungsupdate einige durchaus interessante Sachen gesehen. Einerseits natürlich die in erster Linie eigentlich die Criminal Minds DVD-Box und die Shaw Brothers-Box von Arrow wieder. Ihr wisst schon, ich werde es wahrscheinlich noch nicht vergessen haben, nachdem ich euch die letzten 25 Minuten damit in den Ohren gelegen habe. Aber für mich einige wirklich schöne Sachen, über die ich mich als Sammler wirklich wahnsinnig freue. Ihr könnt mir ja eure Meinung über die Dinge, die ich da in dieser Woche bekommen habe, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ganz besonders wichtig ist mir an der Stelle natürlich in erster Linie, dass wir uns in exakt einer Woche hier dass wir uns in, hätte ich dieses Video rechtzeitig gepostet, exakt einer Woche wieder hier sehen, denn eines ist klar, am Sonntag um 17 Uhr gibt's das nächste Sammlungsupdate, diesmal schwöre, Bruder. Und dazwischen habe ich natürlich auch noch einige andere Asse im... Naja, gut, Asse kann ich den Krischi jetzt nicht nennen. Habe ich auch noch einige andere Versager im Ärmel. Ich glaube, so klingt's gut. Mit der Folge Depp und Deppert am Donnerstag, beziehungsweise dem ein oder anderen Blu-ray-Check, Quickie-Review, das ich sonst habe, natürlich auch hoffentlich das ein oder andere Mystery-Unboxing, das diese Woche noch auf uns wartet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder auf meinem Kanal vorbeischaut, was ich zu bieten habe und vielleicht sogar den Inhalt mögt. Das würde mich freuen. Ich freue mich immer, wenn ich nette Kommentare bekomme, wenn meine Videos geteilt werden, beziehungsweise wenn Leute meine Arbeit hier auf YouTube so sehr unterstützen wollen, dass ich vielleicht sogar den ein oder anderen Zuwachs bei den Patreon-Supportern bzw. Kanalmitgliedern habe. Das wäre natürlich ganz besonders leibend. Aber in diesem Sinne, das war's für das heutige Sammlungsupdate. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in der nächsten Zeit wiedersehen. Ich kann ja quasi nicht aus dem Computerbildschirm rauskommen und euch dazu zwingen, aber falls ihr aus welchem Grund auch immer Bock drauf habt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Das war's für heute. Einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, whatever. Bis zum nächsten Mal. Ciao.